Wir sind in dieser Woche hier in St. Petersburg wahrscheinlich nur knapp einem islamistischen Terroranschlag entgangen. Bei mir Hintergrundinfos dazu. Hallo aus St. Petersburg. Meine Stadt wurde, anders als Moskau, bisher vor direktem Terror verschont. Leider kennen aber auch viele Petersburger Terrorismus aus eigener Erfahrung. Denn im russischen Flugzeug, das im letzten Jahr über dem Sinai explodierte, waren viele Leute von hier drin. Nun am Wochenende der Schock. Terroristen wurden vom Geheimdienst FSB festgenommen, die auf zwei Einkaufszentren hier in Bitter Terroranschläge vorbereitet hätten. Am Jahrestag des furchtbaren Paris-Anschlags. Ziel sind laut FSB die Einkaufszentren Galerie und Akademiepark gewesen. Und hier hätte wirklich etwas sehr Schlimmes passieren können. Die Galerie zum Beispiel hat 7 Stockwerke und jeden Tag kommen über 60.000 Menschen hierher in über 300 Shops. Getroffen sollen sich die Terroristen, die aus Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan stammen, für ihre Planungen in einem Nachtclub. Gewohnt haben sie in einem ganz normalen Petersburger Wohnviertel, wie dem, das ihr hier seht, im Kalininski-Bezirk. Ihre ehemaligen Nachbarn hat gestern unsere Online-Zeitung von Tankaru befragt. Die Männer sollen sehr unauffällig gewesen sein, gut gekleidet, nie laut oder sonst wie auffällig. Als am frühen Morgen der FSB ihre Wohnung aushob, war die Nachbarschaft komplett geschockt. Mittelasiaten sind in Petersburg auch nichts Außergewöhnliches. Viele sind normal und schon lange als Gastarbeiter hier. Wenn es neue Nachrichten hier aus St. Petersburg gibt, bei uns erfahrt ihr sie direkt vor Ort mit mir. Alle meine Videos aus St. Petersburg und manchmal auch von woanders gibt es unter dem Link. Abonniert unseren Channel, um keine News zu verpassen.